Schönen guten Morgen, es ist der 30. Oktober 2014, 8.45 Uhr. Willkommen zu unserem täglich im Oktober stattfindenden Guten Morgen DAX-Webinar. Schwerpunkt liegt auf dem DAX, aber auch ein, zwei Forex-Märkte schaffen wir immer anzuschauen. Momentan sehen Sie Euro-Dollar, wieder viel Bewegung drin, ein super Spread bei Admiral Markets, wie Sie ja immer sehen. Vergleichen Sie gerne. Bevor ich zu Dirk übergebe, ganz kurz natürlich, die erste Minute gehört mir. Risikohinweis gebe ich Ihnen. Alles, was Sie gleich erzählen, bitte nicht als Anlageberatung missverstehen. Es geht um Execution only, alles nur subjektiver Marktausblick. Wenn Sie mit echtem Geld traden, werden Sie alle Anlageentscheidungen vollkommen selbsttätig treffen. Und es geht natürlich um Forex und CFDs. Das sind Hebelprodukte. Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne. Prima. Aber auch leider die Verluste. Weniger schön. Deswegen nicht für jeden geeignet. So sieht der Dirk aus, der wird gleich übernehmen und wenn Sie später Fragen haben, per Telefon, per E-Mail, über Facebook, über YouTube, kommen Sie auf uns zu, wir freuen uns sehr oder natürlich nicht zu vergessen www.admiralmarkets.de. Das war es von mir und ich übergebe zu Dirk, der wahrscheinlich wie immer mit dem DAX startet. Schönen guten Morgen, Dirk. Einen schönen guten Morgen. Ich teile auch mal gleich meinen Bildschirm, damit wir hier gleich loslegen können. Und wie über in die Präsentation zuerst mal starten, um die aktuellen Zahlen ein wenig Revue passieren zu lassen. Ich hoffe, dass ich in ein paar Minuten nicht wieder einen 10-Sekunden-Aussetzer habe. Die Technik habe ich zumindest mal ein wenig bedient. Ich habe den Router rausgezogen und ihn erst heute Morgen wieder reingesteckt. Mal schauen, ob das daran irgendwas verzögern kann und diesen Ausbuchungsvorgang nach hinten schieben kann. Ich hoffe, Sie können mich alle soweit hören und ja, wir starten mal ganz kurz in die Schlusskurse von gestern. Wir haben hier nach dem Zinsentscheid der Federal Reserve haben wir auf jeden Fall eine ganz leichte, nur leichte Bewegung hier nach unten zum Schluss gesehen, minus 0,1 bis 0,39, das ist wirklich nicht sehr viel. Letzten Endes ist jetzt endlich das passiert, was der Markt die ganze Zeit ja gefordert hat. Eine klare Linie, die Federal Reserve hat geliefert, das Tapering ist beendet, dieses gesamte QE3-Programm hat letzten Endes fast 1,5 Billionen Euro US-Dollar gebracht und die Bilanz der Federal Reserve ordentlich nach oben geschraubt. Da ist man jetzt natürlich gespannt, wie das in den nächsten Monaten und Jahren zu bewerkstelligen ist, das nach unten zu fahren. Die gestrigen Kurse, Xetra-Schluss, ganz leicht noch im Plus, 9.082. Da bewegen wir uns vielleicht auch jetzt in den nächsten Minuten noch hin. Aktuelle Indikation 9098, ganz knapp unter der 91er-Marke. Gestern noch zum Schlusskurs XDAX, FDAX 9084, also die Abwandlungen sind hier nicht so hoch. Schlusskurse in Asien, ein bisschen uneinheitlich. Die Chinesen hier, Hang Seng, auf jeden Fall kräftig noch im Minus. Der Nikkei allerdings mit einem doch halbwegs guten Plus. Da sollte auch der schwache Yen jetzt ein Stück weit auch mit reingespielt haben. Nach der gestrigen Entscheidung ist da ja ordentlich auch was passiert in unserem Währungspaar, was wir gestern auch noch analysiert haben. Wir kommen zu den volkswirtschaftlichen Daten noch. 30.10. haben wir heute, nicht mehr viel mit dem Oktober. BIP-Daten heute aus Spanien, 9 Uhr. Und Verbraucherpreise aus Spanien, Arbeitslosenzahlen aus Deutschland, nicht ganz unwichtig. Dann um 11 Uhr vor allen Dingen ziemlich viele Stimmungsindikatoren und ja, weitere Indikatoren aus Konjunktursicht für die Eurozone. Und vor allen Dingen wichtig zum Nachmittag hin das BIP für das dritte Quartal von den USA. Verbraucherpreise aus Deutschland kommen dann auch nochmal. Und man soll es auch nicht vergessen, Marktrauschen erzeugt es immer wieder. Man weiß nicht, über was Frau Yellen spricht, aber um 14 Uhr zumindest spricht sie in Washington. Von der Berichtssaison geht es weiter. Barclays hat morgen hat schon Zahlen vorgelegt. Auch für die Devisenhändler unter uns ist das nicht ganz uninteressant, was man da in diesem Bereich auch wieder an Strafen zu erwarten hat. Dort wird auf jeden Fall, jetzt habe ich hier einen riesen Ping gehabt, hört man mich noch? Du warst aber da. Hallo? Du bist da, ich höre dich. Ich bin da, ich habe hier eben einen riesen Ping gehört, ich weiß nicht, was es war. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Also Barclays hat jedenfalls 500 Millionen Pfund schon mal zur Seite gelegt für sogenannte Strafen, die in dem Bereich
der Devisenderivate, also FX-Fines, zu etwaig zu zahlen sind. Wer gestern das mitverfolgt hat mit Deutsche Bank, da werden auch unheimlich viel Gelder zurückgelegt für Risiken. Sollte jetzt hier beispielsweise noch eine Bank rauskommen, die jetzt hier in den nächsten Monaten eine abstruse Zahl zahlen müsste, dann müsste das auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen sein, weil das wird womöglich dann auch den jeweiligen Markt nach unten reißen. Bayer hat heute Morgen geliefert, Deutsche Lufthansa hat geliefert, alles gute Zahlen. Linde hat schlechte Zahlen abgeliefert. Nur das für den Fall, weil hier ziemlich viele DAX-Unternehmen drin sind, wie weit das auf die Stimmung drücken kann. Bayer ist relativ groß von der Gewichtung im DAX und ein zweiter Indikator zu der Chemie noch, hier Wacker Chemie oben. Also es ist zumindest ein schöner Indikator, dass das Geschäft doch nicht so ganz wegbricht, wie man das vorher erwartet hat. Also die Konjunktursorgen sind vielleicht ein wenig überzogen, also möglicherweise doch ein Stück weit noch nach oben Upside da. Ja, die erwerbstätigen Zahlen heute Morgen aus Deutschland, auch die sind relativ gut. 42,9 Millionen auf Jahressicht haben wir hier Erwerbstätige in Deutschland. Ich glaube, von den Zahlen her ist das mit einer der Rekordzahlen überhaupt. Also es läuft zumindest doch noch relativ gut bei uns. Da können wir uns wohl nicht beschweren und jammern auf hohem Niveau. DAX Cash Pivots, die heutigen Zahlen, die Widerstände 9221 und vor allen Dingen der Pivotpunkt 9105, wo wir ja jetzt herumtanzen. Die Unterstützungen 9020 und vor allen Dingen 8966 sind bekannte Zahlen, die wir aus dem Chart auch aus den Analysen in den letzten Wochen auch immer wieder gesehen haben. So, also 8.51 Uhr, ich bin vielleicht in 8.52 für 10 Sekunden weg, wenn das tatsächlich wieder schon so passiert. Wir sind in der DAX-Analyse. Ich habe heute nochmal eine zusätzliche FIBO-Line angelegt, hier unten im 100er-Bereich, in diesem absoluten Tief bei dieser 8.350. Nehme hier noch kurz den Laserpointer dazu, um das nochmal zu visualisieren. Und zu dem bis jetzigen Hoch in diesem Bereich der 9.164er-Marke. Auch hier bekommt man nicht sehr, sehr viel Neuerhellendes. Man sieht nur, dass hier auf jeden Fall im Bereich der 9000er-Marke eine Unterstützungszone auf jeden Fall hier als wichtig zu erachten ist und darunter eben die eben besagte 8966, 8970er-Zone, die sich ja hier in diesem Bereich auch befindet. Grundsätzliche Voraussetzungen heute, relativ freundliche Eröffnung zumindest erwartet. Bereiche, ich ziehe das nochmal ein Stück weit nach oben, den Chart. Bereiche, in die es auch heute gehen kann, wenn wir uns an die gestrige Analyse vor allen Dingen auch noch erinnern. Wir ziehen in Richtung Projektion hoch bis zu dieser 61,8er Fibonacci Retracement Linie, die wir hier oben sehen. Die 61,8er ist ungefähr, die kommt ungefähr bei dieser 9300er Marke rein. Also das als Projektion für Leute, die mehrtägig auf den DAX Long spekulieren. Das wäre zumindest eine Zielmarke, die man anpeilen kann. Die weitere Zielmarke, die vorher natürlich noch zu erzielen ist, sind die 9225, 9230. Hier ist auf jeden Fall auch mit einer kurzfristigen Gegenbewegung zu rechnen. Das hat sich vor allen Dingen auch noch, das hatte ich gestern auch schon mal erwähnt, auch ein Stück weit an ein paar Papieren, die man auch an der Euwax sieht, mit einem großen Volumen bei 9225 gezeigt, dass möglicherweise es da auch in diese Richtung einen kleinen Kampf gibt. So, jetzt wollten wir noch kurz in eine andere, etwas längerfristige Analyse. Ich gehe mal kurz noch auf den DAX-Chart, um diese Pivot-Linie nochmal zu zeigen. Natürlich sind es immer sehr viele Linien und man muss immer aufpassen, dass man nicht da durcheinander kommt. Ich habe sie hier nochmal eingezeichnet, die unterste Unterstützung 8966 und die oberste 9221 und der Pivotpunkt bei 9105. Wenn wir das jetzt auf ein 30-Minuten-Chartbild noch ein wenig stauchen, kriegen wir hier vielleicht noch ein bisschen mehr Überblick. Also aktuelles Target als erste Anlaufmarke, die 9136 in 9140er-Zone. Hier kurzfristige Trades möglich vom Setup von der Short-Seite her. Bei dieser 9136, 9140er-Marke mögliche Short-Setups mit dem Ziel auf die 9000. Das ist nicht ganz ungewöhnlich. Sollte es vom Marktrauschen möglich sein, dass hier in den nächsten 3 Stunden noch negative Effekte von den EU-Daten drohen,
können wir zumindest davon ausgehen, dass vielleicht sogar noch heute das Gap geschlossen wird. Ich bin nicht der Auffassung, dass das so schnell geht, aber es kann immer passieren, wenn hier die jeweiligen EU-Daten um 11 Uhr zum Beispiel grottenschlecht sind. Das zum DAX heute. Ich würde jetzt zum Währungspaar Euro-US-Dollar schwanken, den wir ja gestern auch wieder in der Besprechung hatten. Sehr gerne. Wenn es soweit in Ordnung ist. Ja. Ich sehe auch übrigens, heute hatte ich keinen Aussetzer. Ne? Tja, vielleicht war es dieses 24-Stunden-Ding von der Telekom. Schauen wir mal. Vielleicht habe ich ja was gemacht. Da bin ich mal gespannt. So, wir sind bei Euro-US-Dollar tatsächlich da, wo wir die Projektionen auch gestern gesehen haben. Manchmal kann Devisenhandel fast schon zu schön sein und zu einfach sein. Aktuelle Indikationen, sage ich schon gerade, aktuelle Realtime-Codes hier 1,2589,88. Also wir sind auf jeden Fall auf dem Weg zu dieser Zwischenmarke, die hier bei dieser Nuller-Fibo-Line liegt. Auch hier nochmal in einen 4-Stunden-Chart, damit man sieht, wo wir hier ansteuern. Wir kommen hier, wir laufen hier zumindest in diese 1,25er glatte 1,25er Marke ein Stück weit zurück. Doch Vorsicht, bevor diese 1,25er Marke eventuell hier genommen werden kann, ist es gut möglich, dass wir hier heute aufgrund des US-BIPs noch eine leichte Verzerrung hier bei Euro-US-Dollar haben. Wer hier komfortabel im grünen Bereich ist, nimmt mindestens mal die Hälfte seines Trades raus, wenn nicht vielleicht sogar einfach seinen kompletten Trade. Es schadet nichts, diese Gewinne mitzunehmen und wartet einfach auf das nächste Setup, weil das nächste Setup kommt bestimmt. Der Devisenmarkt ist auch morgen noch da, also wir müssen nichts absolut nichts übereilen. Also die 1,25er Marke hier als erste Projektion auf der Short-Seite für eine Erholung bei Euro-US-Dollar ist zumindest die kurzfristige, Moment, jetzt muss ich nochmal ein Stück weit zurück auf den Tageschart, genau. Für eine Erholung des US-Dollar ist nach wie vor wieder die alte Marke von 1,27,50 zunächst erstmal und dann noch die 1,68er bei 1,27,90er Zone möglich. Aktuell von diesen volkswirtschaftlichen Fundamentaldaten, die wir da gestern geliefert bekommen haben, halte ich das allerdings nicht für unbedingt realistisch, dass Euro-US-Dollar da nochmal jetzt dreht. Aus welchem Grund sollte er jetzt drehen? Das Zinsszenario hat sich für Euro-US-Dollar jetzt genauso weiterhin zugunsten des US-Dollars entwickelt. Und genau das ist auch beim US-Dollar-japanischen Yen jetzt hier auch zu sehen. Wir haben gestern sauber diese 61,8er hier, 108,20er Marke und so weiter auch immer wieder thematisiert. Und US-Dollar-japanischer Yen ist schön nach oben gezogen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht, aber zumindest diese Marke von 110 aus dem alten Hoch, was wir ja hier im Bereich der 110er Marke hier sehen, vom September noch dieses Jahres. Das ist auf jeden Fall die erste Projektion, wo der Trade hinlaufen sollte. Und vorsichtig, genauso auch wie bei Euro-US-Dollar, gilt hier auch das Gleiche. Wer komfortabel im grünen Bereich ist, nimmt seine Gewinne mindestens zu 50% mit, wenn nicht sogar sofort komplett, und wartet auf einen kleinen anderen Rücksetzer, wo man wieder neu in den Markt mit einer Long-Position hineinstarten kann. Auch möglich. Was für den einen oder anderen, der bereits doch hoffentlich in Gold seine Gewinne mitgenommen hat, nicht so hervorragend vielleicht sein mag, ist tatsächlich das, was angekündigt war. Es gab den möglichen Rücksetzer. Wir gucken mal hier den langfristigen Chart an. Das sieht hier bei dem langfristigen Chart als wirklich kleine, unwichtige Bewegung aus. Insofern man jetzt hier aber in die kurzfristigen Bereiche geht, sieht man ganz genau, wie Gold auch hier sich wieder verhält. Hier diese 61,8er, immer wieder diese 61,8er Fibo-Marken. Durchbrochen hat nicht gehalten. Die 12,05 hatte ich vor vielen Tagen, vielleicht sogar vor 1 bis 2 Wochen, immer wieder als mögliches Stop-Szenario favorisiert. Wer hier in dem Bereich schon long gegangen ist, hatten wir ja zum Anfang Oktober ja auch thematisiert, den Gold Long. Der hat zumindest hier in den Bereichen irgendwann auch nachgezogen und den Stop-Loss auf 12,05 gezogen. Das war hier die Empfehlung damals. Dann ging es hoch. Hoffentlich auch wie jeder von mir beraten und dazu nicht bloß jetzt hier nicht irgendwie zu viel Geld verspielen, dass wir sagen, hier, wir nehmen hier mindestens die Hälfte raus oder gehen aus dem Gold Trade Long raus. Und dementsprechend jetzt, wo auch das Zinsszenario noch realistischer wird und das QE3-Programm beendet ist, ist auch hier Gold ein bisschen wieder angeschlagen. Der sogenannte NOK
für Gold. Ja, nächste Projektion hier, aktuell eher auf der Short-Seite von den Favoriten. Gut möglich, dass es hier einen nochmaligen Retest dieser 1180er Zone in den nächsten anderthalb Monaten gibt. Gut möglich. Es ist auf jeden Fall nicht komplett auszuschließen, dass wenn dieser Retest dieser Marke dann, dieser 1180er Marke kommt, er diesmal tatsächlich auch dann nicht mehr hält und Gold nach unten wegbricht. Das zumindest ist auch ein denkbares Szenario. Dort kommen dann wieder all diejenigen, quasi kriegen die Feedback, die Projektionen südwärts der 1000er Marke pro Unze, der 1000 $ Marke pro Unze getätigt haben. Da gibt es ja so diverse Investmentbanken, die Kursziele von 900, 950 US-Dollar vorausgesagt haben. Gut, wir haben 9 Uhr, Punkt 9 Uhr, 9135 die Indikation. Wir befinden uns beim DAX direkt in dieser Marke hier von dieser Pivot-Linie. Und nächste Long-Anpeilung wäre hier die Linie bei 9190 und in dem Bereich dieser FIBO-Marke der glatten 9205er-Zone. Also das Setup, soweit das Long-Setup, was vorhin favorisieren wird, zu favorisieren war, soweit funktioniert es noch. Ja, ich bin soweit heute von diesen Märkten durch. Vielleicht ist ja noch der ein oder andere mit einer weiteren Währungsbarfrage noch da. Müssen wir auf morgen verschieben, weil die Zeit schon wieder um ist. Morgen ist Finale. Wir haben dann den ganzen Oktober börsentäglich das Webinar gemacht. Wir werden im November pausieren und dann lassen uns gerne überraschen, ob wir im Dezember oder vielleicht Januar dann weitermachen mit Dirk. Wir werden was weitermachen. In welcher Form werden wir dann noch rechtzeitig kommunizieren. Wenn Sie möchten, morgen Finale gerne mit dabei sein. Grüße aus Berlin. Allzeit gute Trades. Tschüss von mir und Schlusswort hat wie immer der Dirk. Ja, ich wünsche natürlich auch allen ein glückliches Händchen. Ein bisschen mehr zumindest Klarheit sollte nach den gestrigen, Zinssitzung jetzt in den Markt gekommen sein. Denken Sie immer daran, wir haben jetzt den Ende Oktober, das heißt, wir haben noch 2 Monate für das Jahr 2014 Zeit und so langsam kommt es in diesen, ja, wie es immer so schön heißt, in diesen Modus, dass man da über die, auch in den Medien, über die sogenannte Jahresendrallye gerne spricht. Das ist nicht immer ein Selbstläufer, prozentual für diejenigen, die Statistiken gerne auch sich zu Hilfe, da quasi die Statistiken bedienen, kann man davon ausgehen, dass wir aber zumindest auch dieses Jahr vielleicht ein Stückchen noch nach oben geschraubt werden. Prognose, auch was ich immer wieder wiederhole, ich gehe nicht davon aus, dass wir die 10.000 dieses Jahr noch sehen. Ich wünsche allen ein glückliches Händchen und morgen hören wir uns noch zum letzten Mal im Oktober und hoffe, dass wir in diesem Modus in irgendeiner Form wieder weitermachen. Ich wünsche Ihnen was. Bis morgen. Tschüss.